In einer Welt, in der Energieressourcen immer wichtiger werden, wird die Nachfrage nach nachhaltiger, ökologischer Energie immer größer. Die Schonung des Ökosystems ist Teil unserer Firmenphilosophie. Die Kaplan-Turbine ist für niedrige Fallhöhen und hohe Durchflüsse geeignet. Die Laufradschaufeln und das Leitwerk sind verstellbar. Diese doppelte Regulierung erlaubt eine Anpassung an schwankende Wassermengen und verschiedene Wasserstände. Die Konstruktion und Fertigung von Kaplan-Turbinen erfordern ein hohes Maß an Erfahrung. Dazu haben wir eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung und sind innovativster Turbinenhersteller Österreichs. Die Ergebnisse aus den eigenen strömungstechnischen Berechnungen der Kaplan-Turbinen werden verwendet, um die Turbinen hydraulisch zu optimieren und eine bestmögliche Auslegung bei der Projektierung zu ermöglichen. Durch Modellversuche werden die Berechnungen am Prüfstand abgesichert. Die Kernkomponenten werden mittels finiter Elemente festigkeitsmäßig optimiert, um neben den besten Wirkungsgrad auch eine lange Lebensdauer garantieren zu können. Die Turbine optimal an die kundenspezifischen Daten anzupassen und zu konstruieren, erfordert ein großes Know-how. Speziell in den Verstellmechanismus des Laufrades ist bereits sehr viel Erfahrung angeflossen. Kaplan-Laufräder für eine hohe Fallhöhe und somit hoher Leistungsdichte sind die größten Herausforderungen. Je nach Fallhöhe und Turbinentyp kommen unterschiedliche Flügelgeometrien und Anzahl an Flügeln zum Einsatz. Mit modernsten 3D-CAD-Systemen und bestens geschulten Mitarbeitern sorgen wir dafür, dass der Kunde seine optimal angepasste Turbine erhält. Ist die 3D-Konstruktion des Kaplan-Laufrades abgeschlossen, folgen die Programmierung und die Simulation des Fräsprozesses im CAD/CAM-System. Nach erfolgreicher Simulation und Optimierung des Fräsprogrammes wird dieses ins Bearbeitungszentrum überspielt. Die Flügelrohlinge werden bei der Anlieferung und Übernahme auf Qualität und etwaige Fehler überprüft und nach bestandenem Test zur Weiterbearbeitung freigegeben. Das Kaplan-Laufrad wird aus verschiedensten Materialien gefertigt. Bevorzugt kommt ein hochverschleißfestes und korrosionsbeständiges Material für die Kaplan-Flügel zum Einsatz. Für die Kaplan-Narbe wird größen- und belastungsabhängig entweder ein ähnliches Material wie für die Flügel, Qualitätsstahl oder Sphäroguss verwendet. Je nach Durchmesser und Material dauert das Fräsen bis zu 60 Stunden pro Flügel. Nach dem Feinfräsen der Flügel werden diese geschliffen und vollflächig poliert. Die Oberfläche wird danach laut DIN EN ISO 4287 überprüft und protokolliert. Vor der Montage werden die Kaplan-Flügel mittels Farbeindringprüfung nach DIN EN ISO 3452-1 auf Oberflächenrisse oder Poren überprüft. Durch die Produktion der Kernkomponenten in eigener Fertigung kann sich der Auftraggeber hundertprozentig auf beste Qualität verlassen. Die Montage der Turbinenteile erfolgt mit hoher Präzision. Genauigkeit und Zuverlässigkeit sind dabei oberste Prinzipien. Mittels 3D-Vermessung wird die exakte Montage des Laufrades und Ausrichtung der Flügel überprüft. Vor Auslieferung wird der Zusammenbau der Turbinen bei Global Hydro bereits getestet, um mögliche Fehlerquellen auszuschließen und eine exakte Passgenauigkeit zu garantieren. Kaplan-Turbinen gibt es bei Global Hydro als vertikale Turbine mit betonierter Spirale, Split, Pit, Rohr und die Spezialität von Global Hydro als Spiralturbine. Global Hydro ist durch jahrelange Erfahrung bestrebt, die für den Kunden spezifisch ökonomischste Projektlösung zu finden. Und unsere hochqualifizierten Fachkräfte stellen sicher, dass die von uns produzierten Kaplan-Turbinen
sich durch ein hohes Maß an Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit auszeichnen. Global Hydro ist weltweit tätig und ist ISO 9001:2008 zertifiziert. Der Kunde bekommt eine schlüsselfertige Anlage für einen jahrzehntelangen ertragreichen Betrieb. Global Hydro, Austrias Best Quality.